Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Wir haben gerade noch so unsere letzte Quest beendet, die neue angenommen. Jetzt ist es Nacht, jetzt würde ich vorschlagen, da ja da nachher unser nächstes Haus ist, gucken wir mal, dass wir uns mit der Schmiede und allem da gut versorgen. Eine Werkbank brauche ich in jedem Fall noch. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Eisen brauche ich, mechanische Teile. Okay, ich habe jetzt einen Schraubenschlüssel. Das heißt, damit kriege ich auf jeden Fall mechanische Teile zusammen. Ich habe immer noch nur 10. Gucken wir mal, was wir zerlegen können. Vielleicht kann ich hier sogar diese Dinger zerlegen, um an mechanische Teile zu kommen. Oder ich falle einfach mal runter. Ah, aber ich habe eine Idee. Hier sind nämlich so eine Dinger drin. Und manchmal kriegt man da mechanische Teile. Manchmal. Anscheinend nicht immer. Was haben wir hier? Ah! 3. Das war doch schon mal erfolgreicher. Was hätten wir denn noch? Das vielleicht? Nicht. Okay. Das können wir looten. Das lassen wir mal schön in Ruhe. Oh, ein Hirsch. Juhu! Ich habe wieder was zu futtern. Ups. Habe ich ja gerade den Vorderhof weggemetzelt. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht hiermit noch elektrische Teile oder mechanische Teile. Elektrische Teile kriege ich, aber mechanische brauche ich. Aber gut, elektrische brauche ich auch. Immer noch nur 3. Was könnte ich denn spontan noch zerlegen? Das da. Ups, falsch. Ja, genau. Das funktioniert also immer noch. Wenn ihr Laternen-Dinger hier auseinandernehmt, bekommt ihr mechanische Teile. Genau das, was ich brauche. Genau. Nun habe ich 7. Okay, das war jetzt nur Glas. Und Stahl gibt es dabei auch noch. Okay, hat sich also nicht verändert. Ich meine, das wäre genauso, wenn ich die da auseinandernehme, hat den gleichen Effekt. Mal gucken, was wir hier bekommen. Ah. Och. Mechanische Teile. Passt ja. Spawnt ja irgendwann auch wieder nach. So, das haben wir. Mal gucken. Das Auto können wir zerlegen. Vielleicht kriegen wir noch eine Batterie oder irgendwas Cooles. Keine Ausdauer. Mal wieder. Ey, dagegen muss ich irgendwas machen. Das nervt mich. Die gab es doch früher. Eigentlich den Tyrannosaurus Rex, den es ja jetzt nicht mehr gibt. Und eigentlich sollte man, wenn man entsprechend die Fähigkeit lernt, dann halt weniger Ausdauer verbrauchen. Tue ich aber aktuell nicht. Nee. Ausdauertraining. Beim Sprinten, ja. Sprinte ja nicht. Egal, ist wie es ist. Kann ich erstmal nicht ändern. Ich habe ja bald wieder den nächsten Punkt. Guck mal, ein paar Teile. Wie ist die? 16 an der Zahl. 17.
Das war doch mal was. Ich dachte eigentlich, dass man das damit zerlegt. Na gut, manche bringen halt Metall, manche irgendwie nicht. Auch nicht. Früher hat das mal Leder gegeben. Keine Ahnung, wann das wieder geändert wurde. Stoff. Naja, aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen was, um mir hoffentlich jetzt meine Werkbank zu bauen. Was ist das da unten? Das ist ein Huhn. Okay. Sorry, kleines Hühnchen, aber wenn du so selbstmordgefährdet bist, damit musst du hier rechnen, wenn du hier bei mir auf mein Grundstück kommst. Perfekt. Werkbank und bauen. 6 Minuten, na super. Geht. Okay, Leute, diese Pilze solltet ihr von der Grafik her nochmal überarbeiten. Ich will ja nichts sagen, aber ich lasse das mal so im Raum stehen. Dann machen wir mal unser Quest. Fahrrad habe ich mit. Auf geht's. Das scheint hier mein Haus zu sein. Guck an. Ich hatte da sogar mal Sachen drin. Und ich bin hungrig. Echt jetzt? Ich muss echt besser vorbereitet in eine Queste gehen. Jedes Mal bin ich hungrig. Da ich den ja gleich wieder neu kriege, oder eh ein anderes Auto, kann ich den jetzt auch mal eben spontan zerlegen. Vielleicht kriege ich ja noch eine Batterie oder was. Ein Motor, sieh an. Und es gibt jetzt nicht mehr so eine Verfallsstufen wie früher. Dann hat man gesehen, so, der ist jetzt da und da verfallen. Echt jetzt? Es ist hier nicht möglich, diese olle Werkbank herzustellen, ne? Aber keine Batterie. Dann ist dem so. Gibt auch nichts. Boah, dieser Nebel ist ja hier ein bisschen übel, ne? Aber Leute, ich bin so dicht hier neben meiner Base, ich werde noch mal was essen. So kann ich hier nicht in die Schlacht ziehen. Dann habe ich wieder keine Ausdauer, kann wieder nicht zuschlagen, das geht nicht. Irgendwas muss ich essen. In einen Topf Nahrung. Das hätte ich noch als Alternative. 50. Der ist doch gut. Aber einer sollte reichen. Nebenbei kann ich gleich mein Zeug hier nochmal loswerden. Also hat gleich mehrere Vorteile. Pilzsamen kann ich sogar nochmal anpflanzen. Und nochmal zurück. Und ein Huhn.
nehme mal an, dass ich hier vorne nicht durch den Eingang reinkomme. Wer hätte es gedacht? Endlich ist der Nebel weg. Nein, ich muss natürlich den Seiteneingang nehmen. Oder den Weg nach oben. Und da hier die Lampe ist, soll ich wohl nach oben. Den Fun Path nehmen. So, wie viel Essen habe ich dann? Nahrung 52. Wasser 10, das ist okay. Dann nehmen wir mal den Weg. Passe ich hier überhaupt durch? Bitte was zu futtern. Na gut, zu trinken geht auch. Ich brauche ja ein bisschen Gammel. Bücher sind immer gut, Robotik und was zu kochen. Na, wo sind sie? Ist das da einer? Stecken sich doch hier mit Sicherheit irgendwo. Immerhin kriege ich meinen Pfeil wieder. Hallo. Knüppeln. So. Wie ich die Leute kenne, kommen sie natürlich wieder nicht hier nach oben. Nummer 2. Und Nummer 3. Echt? Nur ein Fall hast du mir wieder gegeben. Na gut. Kann mich gar nicht entscheiden, wo ich zuerst hingehen soll. Ich habe meine Dietriche mit, offensichtlich, ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, jetzt darfst du aufgehen. Na super. Ein Zweiergewehr. Oh, hier geht's weiter. Hier ist sogar schon der Ausgang. Wo ich es richtig sehe. Tschi. Au! Dich habe ich tatsächlich nicht gesehen. Irgendwie habe ich jetzt hier wohl alle wach gemacht.
Dann kann ich ja noch die Schlange mitnehmen. Bis die da hinten soweit sind. Genau, klopp mal da einfach gegen. Und weg ist er. Oh, mal Kaffee gefunden, das ist aber selten. Hier ist der nächste Ausgang, das ist aber praktisch. Bäh, die mag ich nicht. Immerhin brennt er gleich. Au! Ja, irgendwie auch mal cooles Zeug hier unten haben können. Medikamente? Naja, gebrochenes Bein ist jetzt auch nicht verkehrt. Juhu, was zu trinken? Ja, perfekt. Munition lasse ich doch nicht hier liegen. Da liegen auf jeden Fall zwei. Holz kann ich auch noch abstauben. Bauarbeiter. Ah, da ist auf jeden Fall der geile Stuff. Das Haus lohnt sich schon echt von der Beute her. Wenn man da so einen schönen großen Tresor hat, ja, nehme ich wohl gern mit. Aber war es das schon? Sieht so wenig aus, so an Zombies. Offensichtlich. Ja, ich sehe das Problem. Voll das Luxusproblem, Leute. Zu viel Zeug. Immer das Gleiche. So. Mal gucken, wie es hier aussieht. Ein paar habe ich ja noch. Yes. Okay. Nicht ganz das, was ich gehofft habe, aber hey. Man muss sich auch mit den kleinen Dingen zufrieden geben. So, jetzt mach's nicht so spannend. Nummer eins. Und dann. Ja, cool. Der Weg nach draußen. Wo ist mein... Achso, mein Fahrrad habe ich wahrscheinlich bei mir. Genau.
Wir starten die Quest. Ich setze mein Fahrrad ab und fülle es erstmal mit dem einen oder anderen Krempel. Dann schauen wir mal. Also eigentlich bräuchte ich oben gar nicht hingehen. Nun komm hier durch. Au! Sag mal. Sowas? Hallo, ich will da durch. Das mit dem Bücken, finde ich, funktioniert noch nicht so gut. Aber gut, kann ja nie alles gut funktionieren. Toll ist, ich finde so viele Rezepte für Gewehre und ich nutze sie überhaupt nicht. Aber gut, kann das Spiel ja nicht wissen. Na, Duzi, Duzi. Keiner da. Das zerlegen wir mal. Spontan. So, machen wir uns mal bemerkbar. Nicht abhauen. Ihr seid ja zwei Trantüten hier. Die Zwillinge vom Dienst. Mann, Mann, na, ihr habt's ja drauf. Voll die Beschützer hier. So, vielleicht habe ich ja Glück. Nein, ich habe kein Glück. Aber gut, kann ja nicht immer sein. Wir haben ja unten noch einen Tresor. Das Doofe ist, ich sehe nichts. Aber vorhin war da ein Zombie. Und eine Schlange. Okay, die Schlange ist immer noch da. Der Zombie offensichtlich nicht. Dann nehmen wir erstmal die Schlange mit. Was wir haben, haben wir, ne? Arbeitsstation. Da haben wir ihn. Was, das ist ein Footballspieler? Die habe ich bisher auch noch gar nicht gesehen. Hey, mach schneller. Ich muss mich hier um meinen Besuch kümmern. Irgendeiner kommt hier gleich offensichtlich noch von irgendwo. Ah, von da. Hat schon mal jemand gesagt, dass ich überladen bin? Mal wieder?
Gott, du oh Gott, du oh Gott. Hey, ich kann noch was essen. Einmal finde ich hier haufenweise Zeug zum Essen. Nerd. Ja, also, in Anbetracht der Sachlage machen wir das mal so. Das ist aber ein Luxusproblem, was ich hier habe, ey. So, der Weg nach draußen ist schon mal geebnet. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.